Hallo, willkommen zurück zu Cathy Rain. Und ich glaube, dass ich die Lösung zu dem Vorhängeschloss kenne. Ich habe nicht im Internet nachgeguckt, aber ich habe einmal kurz durch die letzte Folge gesappt und mal überlegt, wo habe ich was übersehen, wo können wir noch was finden. Natürlich war ich nicht so schlau, mir die Lösung aufzuschreiben. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal nachgucken, denn wir haben doch hier was, glaube ich. Das Scrabble-Spiel. Und sie hat doch auch wirklich erwähnt, dass die Werte nicht stimmen. Ja, geh mal rein. Und dann gucken wir uns nämlich jetzt nochmal die... Where did that thing go? Das weiß ich nicht. So, hier hat sie gesagt. Also hier hätte ich gesagt 4. Ich schreibe mir das mal auf. Ich hoffe, das ist richtig. 4. 1. 2. Und wo ist das R? Da, 5. Also 4, 1, 2, 5. Ansonsten wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo wir noch was übersehen haben. Dann müsste ich halt einfach nochmal im Internet nachgucken. Was ich halt wirklich nicht nochmal machen möchte. Das würde mich sehr ärgern. Geh doch raus. Aber das würde schon Sinn ergeben. Ich habe ja erst gedacht, dass wir daraus irgendwie dann später noch ein anderes Wort oder sowas bilden müssen oder andere Sätze. Aber ich glaube, da ging es nur um die Zahlen. Dann schauen wir mal, ob das jetzt wirklich richtig ist. Okay, also 4, 1, 2, 5, genau. Ah, okay, perfekt. Oh, ich kann das nehmen. This padlock might be useful. Ja. Kann ich die Kette auch mitnehmen? I don't think I need to use the chain itself for anything right now. Nicht. Okay, was ist denn damit? This should be pretty hard to break. A sturdy iron padlock. Ja, damit... damit können wir jetzt, glaube ich, die Kette wieder reparieren, ne? Glaube ich. Denke ich. Ich probiere das jetzt einfach mal, sonst wüsste ich auch nicht, was wir hier mitmachen sollen. Und dann können wir den Käfig nämlich hochmachen. That should work. Sehr gut. Dann dreh die Kurbel, junge Dame. Mach das mal kurz zu. Können wir den schon aufmachen? Doesn't open, but I can see a keyhole. Ein Schlüsselloch. Vielleicht knacken mit dem Füller? I don't see how those things work together. Siehst du nicht. That combination makes no sense. Aber Vertiefungen. Können wir da den Skarabäus reinlegen? Und dann lassen wir den Käfig runter und der bricht auf? Jaha, sehr gut. Und dann bitte nochmal hochmachen. Hoffentlich hält er jetzt auch, sonst haben wir mal eine Hand gehabt. Okay, ist der Schlüssel jetzt hier für den Sarg? Schauen wir mal. Ah. Oh. Do you see? Nee. I don't want to see. Do you see? Yes, kid, I see. Oh. Do you know who I am now? I don't like this. I want to go home. You'll never go home. We won't let you. Na danke. When you threw me away, this place took me in, nurtured me. Oh, do you nein. Regret what you did? Ja. Nein, das tue ich nicht. Ich habe nichts Falsches getan. Ich fühle mich nur traurig. Ich habe einen Teil von mir weggegeben, eine mögliche Zukunft ausgelöscht. Ein Teil von mir tut es. Ich wünschte mir, die Lage wäre anders gewesen. Ich konnte einfach nicht denselben Fehler wiederholen, den meine Eltern gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal das hier, oder? Ja. I just feel sadness. I took away a part of me, eliminating a possible future. Decisions like that can be overwhelming and sad, but they're a part of life. You're just here to test me, to try and break me. Oh,
Oh, nicht schon wieder die Lichter. Das Geräusch ist so eklig. Lass mich in Ruhe. Good. The heart must be pure. This is a fleeting moment, but I've seen what comes ahead. Wer bist du? Who are you? Danke. The dweller in the lake. The conduit. Ah, Lily? Lily? I feel like I know her, but something cracks inside. I don't understand any of this. What do you want from me? Only what you want from yourself. Nothing more, nothing less. We are nearing the end. He is ready to see you now. Who is? You know who, Kathy. Nee, eigentlich nicht. Eventuell unser Großvater? Okay, ich hoffe mal, damit kriegen wir unten das letzte Schloss an der Tür auf. Oh, und guck mal hier, die Zahnräder drehen sich gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir irgendwas angehalten. Gut, Schlüssel. Das sollte doch passen. Ja. Können wir das aufheben? Okay, now what to do with the actual chain? An die andere Kette vielleicht? I don't see how those things work together. Okay. That combination makes no sense. Gibt keinen Sinn, meinst du? Damn, it's locked. I don't see a keyhole. It must be bolted from the other side. Können wir... Ja, mein Folgenschloss. I don't see how those things... I don't need to lock that. Nein, musst du nicht. Das nochmal. I don't need to lock that. Auch nicht. Mach das mal an die Tür. Okay. Ah, okay. No use. I'll need something to attach them with. Ja, wir haben doch jetzt das Schloss. Ah, so macht sie's. Okay, okay. All right, we should be good to go. Ja, dann. Fahren wir mal. Das klang gut. Oh nee, nicht du schon wieder. You have ruined everything. Ist das so? Why do you hate us so much? What did we ever do to you? Diese Spieglein-Spieglein-Nummer wird langsam ein wenig langweilig. Du bist hartnäckig, das muss man dir lassen. Du schon wieder, ich habe langsam genug von deinem Mist. Ja, wird langweilig. This mirror-mirror routine is getting tiring. And I'm not afraid anymore. I see you for what you are. You are nothing but a fearful little child, and there's nowhere left for you to hide. Now get the hell out of my way. Oh, I'm no. Worte haben gereicht. You look a bit pale. No, I'm the original. I am. This can't be happening. Oh, doch. Oh, tschüss. I'm speechless. That's a first. Ab ins Wohnzimmer. Oh, no. Opa. It can't be. Grandpa. It's so good to see you, Kathy. Is it really you? You've been here for all this time? It hasn't been that long from my point of view. You look exactly the same. You haven't aged at all. But how is this even possible? You're dead. We buried you. You don't have to worry about that now, Kathy. I've missed you, Grandpa. Aww. I wanted to come back so many times. I know you did. I've been watching you every step of the way. That's I found out creepy. How you tried to get me back from Mom and everything. I just wanted you to be safe. I wanted what's best for you. Can I get you out of here somehow? I don't know how all this works. I'm afraid that's not possible. I chose to remain here. So we could meet one last time.
But I just got you back. I can't bear to lose you again. You don't need me, Kathy. You never did. You're stronger than you'll ever know. I'm so proud of the woman that you've become. This is so unfair. This fucking sucks. I know, darling. I know. But why are you here then? Is it just another test? No, the tests are over, Kathy. I'm breaking all the rules just by being here. Welche Regeln denn? We have worked so hard to make this happen. You can end the cycle, stop the suffering. This whole place needs to be ripped away, separated. That red fiend has no intention of letting your friend go. The only way to save her is to destroy this place. What do I have to do? You have to finish what I started. Ascend and burn them all. Yes, the red ones above feed this place. Make them lick the flames. Hurry, now before he sees us. Wait! Don't go! I need to go back up. I need to get out of here. Ja, das glaube ich auch. A shot of a corpse keeps flashing by. Oh ja, Tatsache. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gibt's hier irgendwas? The gears follow me wherever I go. Gibt's hier nichts mehr? Doch den Fernseher. Scenes are flashing by on the TV, depicting dogfighting in black and white. Okay, ich benutze noch mal die Hotspot-Anzeige. Nichts. Wir haben auch wirklich nur noch den Füller. Okay, können wir denn schon nach oben? Ach nee, nicht er. It's the red man. He knows what I'm up to. Und? Und auf Wiedersehen. Was für ein seltsamer Ort. Richtig creepy. Ugh, my head. It's like the worst hangover ever. I need to stay focused. Burn them all, Kathy. Burn them all. Haben wir denn überhaupt unsere Sachen wieder zurück? Ja. Burn them all. Die Blumen vielleicht? Ja, Tatsache. That should be enough. Okay, dann Feuerzeug. Gut, dass wir Raucher sind. Huch. Major forest fire raging in Conwell Woods. The cause of the blaze has yet to be determined. Entschuldigung. But the latest reports say that the fire has been successfully contained. Largely thanks to the local lake, which provided ample water for the dowsing efforts. Over to you, Mark. Oh, thank goodness you're all right. You're back. We were worried about you. Oh, thank God it actually worked. Are you okay, E? I think so, but I feel a bit different. Yeah? You were out for a long time. Do you remember anything? I think Isaac drugged me. I started feeling dizzy and weak. He carried me into the woods. I remember hearing the wind in the leaves and the biting cold. There was a weird, sharp smell in the air, too. I'm not sure what happened next. Things are a bit blurry, but I had a strange dream with a shimmering girl watching over me. It felt like she kept me safe somehow. Then I woke up on this couch. It must have been your guardian angel. I think so, too. Well, I'm glad you're okay, E. Things looked scary there for a bit. Yeah, Mary Elizabeth told me what happened, how you found me and got Isaac arrested. Yes, about that poor man. The sheriff called. Something happened while you were away. Und es wird mir nicht leid tun. Nö, kein bisschen. Mm-mm. Welcome home, son. Okay, ist er jetzt in der Hölle gelandet?
guess he finally grew a conscience. I can't help but feel bad for him, despite what he did to me. In a way, he was a victim too. At least we stopped him from hurting any more people. So, I guess this really is goodbye. A stupid part of me thought that if I would find the truth, I could be close to him again. It's not stupid. We all look for love in the strangest of places. It's an inseparable part of human nature. Jeez, when did you become so philosophical, E? I told you, I feel different. Yeah, me too. Do you think any of it was real? I don't know, E, but I hope we managed to stop it, once and for all. You know, despite everything, I think we made a half-decent team. Yeah. Really? You do? Well, except for the part where you got yourself kidnapped. Try not to do that next time, okay? Wait, there'll be a next time? Oh, schon zu Ende, schade. Ach ja, mir hat das Spiel halt wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich an so ein paar Stellen echt so ein bisschen blöd angestellt habe. Das soll schon mal vorkommen. War es echt ein super Spiel. Das Ende war echt weird. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob wir jetzt in der Hölle waren oder nicht. Ich glaube aber schon. Ja. Gut, dann war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich lasse euch mal mit den Credits alleine und sage, dass wir uns im nächsten Projekt sehen. Bis dahin. Tschüss.